Es ist Samstag, der 23. Februar 2013. Hier ist unser Politikblock. Mit der Sendung Wie ein Bannkreis der Angst. Ein Europa von Mind-Control und ökonomischer Verfolgung im Namen des Datenschutzes. Für wessen Interessen? Sie sehen mich hier erneut in der Rue Wirz in Brüssel vor dem Europaparlament, vor der Statue, die zum Symbol einer schrecklichen Schönheit geworden ist. Für ein Europa ohne menschliche Vision, wo im Zeichen der Gemeinschaftswährung Menschen in Material verwandelt werden, wo sie intransparenten finanziellen und selbst militaristischen Interessen von Eliten unterworfen werden. In einer Rede im Mai 2010 hat US-Vizepräsident Joe Biden im Europaparlament in Brüssel in Zusammenhang mit den europäischen Krediten an Griechenland zweimal aus dem Gedicht Easter 1916 des okkulten irischen Dichters und Aleister Crowley-Anhängers William Butler Yeats zitiert. Zitat: The world has changed, changed utterly. A terrible beauty has been born. Die Welt hat sich verändert, vollkommen verändert. Eine schreckliche Schönheit ist geboren. Nur ein paar Tage bzw. Wochen nach seiner Rede wurden zusätzlich zur Griechenlandhilfe die Mechanismen EFSM und EFSF allesamt für die Finanzstabilität des Finanzsektors bestimmt, gestartet und der Öffentlichkeit weisgemacht, sie seien zur Rettung des Euro erforderlich. Auch die größten Lügen und deren Folgen kommen irgendwann ans Licht der Massenöffentlichkeit, vom Leid und vom Sterben der hungernden und medizinisch unversorgten Griechen und Spanier, aber auch Portugiesen und Iren, bis hin zu den gerade auch durch die Bankenrettung überlasteten Staatshaushalten. Es sei denn, man hätte eine EU-Verordnung, mit der man die dafür nötige Kommunikation mit drakonischen Maßnahmen unterbindet. Und genau darum geht es hier. Auch die Verfolgung öffentlich geäußerter, unliebsamer Meinungen ist Teil der schrecklichen Schönheit. Und selbst der Vorstoß für eine solche EU-Verordnung kommt mit einer drastischen Lüge daher, indem man behauptet, es ginge allein um Datenschutz. Er ist wieder da. Der zum zweiten Mal überarbeitete Entwurf einer EU-Verordnung wird Zensur und Mind-Control unter dem Deckmantel des Datenschutzes. Aktenzeichen 2012 0011 COD ist am 16.01.2013 dem Europaparlament vorgestellt worden. Wir wurden auf den sowohl verfassungs- als auch EU-primärrechtswidrigen Verordnungsentwurf aufmerksam gemacht, nachdem Professor Dr. Johannes Masing, Richter des ersten Senats des Deutschen Bundesverfassungsgerichts, am 9. Januar 2012 in der Süddeutschen Zeitung den Artikel »Ein Abschied von den Grundrechten« veröffentlicht hatte, um eine gründliche öffentliche Debatte anzustoßen, was dieser Verordnungsentwurf enthält. Nach unserer Recherche kam zum Vorschein, dass es vorwiegend um ganz andere Ziele als den Datenschutz geht. Wir veröffentlichten hierzu auf unser Politikblog bereits am 21. Januar 2012 einen Artikel, in welchem wir den Entwurf in der uns damals bekannten Fassung auseinandernahmen. Am 6.3.2012 schließlich zeigten wir mit dem Artikel »The EU Privacy Lie and its Militarist Backgrounds«, dass zum wiederholten Male ein heftiger Vorstoß zur Internetzensur zeitlich parallel zu militaristischen, den Weltfrieden gefährdenden Bestrebungen aus den Reihen bestimmter Denkfabriken und Netzwerke vorangetrieben wurde. Doch diesmal sind nicht nur die Blogger im Visier. Es geht um Zensur und Mind Control über die gesamten Gesellschaften in Europa. Auch weil die Lüge von der angeblichen Euro-Rettung immer schwerer aufrechtzuerhalten ist und weil die menschlichen Opfer der in diesem Zusammenhang zur Bezahlung der Gläubiger gewährten Kredite gemachten politischen Auflagen immer schwerer zu verstecken sind. Aber auch Vorschriften für eine noch radikalere Durchsetzung geistigen Eigentums sind mal eben in den Entwurf dieser Datenschutzverordnung hineingepackt worden. So, als wollte man diese ohne große öffentliche Debatte mit durchsetzen. Soweit die einzelnen Mitgliedstaaten nicht jeweils explizit Ausnahmen festlegen würden, auf Basis von Artikel 80 des Verordnungsentwurfs, würden Presse, Blogger, Politiker, NGO-Vertreter und Aktivisten, aber auch ein großer Teil der Wirtschaft mit voller Wucht getroffen.
von unzumutbaren bürokratischen Lasten sowie Risiken ökonomischer Vernichtung, durch jegliches Maß verloren habende drakonische haftungs- und bußgeldrechtliche und daneben auch strafrechtliche Vorschriften. Die Gefahr, dass Personen und Bewegungen, zu deren Hauptanliegen sowohl der Datenschutz als auch die Presse- und Meinungsfreiheit, die Freiheit des Internets und die Eingrenzung des geistigen Eigentums zum Schutze anderer Menschenrechte gehören, sich durch eine täuscherische Präsentation des Verordnungsentwurfs im Namen des Datenschutzes, insbesondere gegen Presse- und Meinungsfreiheit, der gesamten Gesellschaft instrumentalisiert werden, ist akut. Die am Mind-Control interessierten Kräfte, von denen die in den letzten Jahren auffällig gewordenen Bilderberger mit Sicherheit nur ein Teil sind, sollten sich bewusst sein, dass das Internet nur die Erscheinungsform eines Prozesses ist, der in der gesamten Menschheit stattfindet, vor dem, was man in der Psychologie das kollektive Unbewusste und Bewusste nennt, können sie ihre Absichten immer weniger verstecken, und da hilft ihnen auch ihre eigene Bewusstseinsverschiebung nichts. Die Kommission zeigt mit diesem Verordnungsentwurf ihr wahres Gesicht, nämlich die alte Fratze der Diktatur, mit einem Anstrich, als käme sie aus der politischen Mitte Europas. Man hat es hier mit einer Kommission zu tun, deren Vorsitzender in Zusammenhang mit der Durchsetzung des Euro-Stabilisierungsmechanismus bereits im Juni 2010 laut über Diktatur für Griechenland, Spanien und sein Heimatland Portugal nachgedacht hat. Wie weise und vorausschauend waren doch die Mitglieder des Parlamentarischen Rats, als sie in das Grundgesetz die Ewigkeitsgarantie Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz einbauten. Dazu sagte in der Hauptausschusssitzung vom 12.01.1949 Dr. Thomas Dehler, FDP, Zitat: Auf jeden Fall halte ich es für notwendig, dass wir eine Barriere errichten. Nicht in dem Glauben, dass wir dadurch einer Revolution begegnen können, aber doch in dem Willen einer Revolution, die Maske der Legalität zu nehmen. Zitat Ende. Zitat gefunden in der Dissertation von Hauke Möller, die verfassungsgebende Gewalt und die Schranken der Verfassungsrevision, Untersuchung zu Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz und zur verfassungsgebenden Gewalt nach dem Grundgesetz im Verlag im Internet GmbH. Der erste uns bekannte Entwurf der angeblichen EU-Datenschutzverordnung ist vom 29.11.2011. Wir haben ihn damals auf der Seite von Statewatch gefunden. Auf diesen haben sich unsere Artikel vom 21.01.2012 und vom 6.03.2012 bezogen. In der am 25.01.2012 ins Europaparlament eingebrachten Fassung waren bereits zahlreiche Artikel umnummeriert und der Anwendungsbereich ein wenig eingeschränkt worden. Die zweite Änderungsfassung vom 16.01.2013 senkt nun vor allem die Höchstbeträge für die drakonischen Bußgelder, bleibt aber immer noch im bis zu sechsstelligen Bereich. Bisher gibt es eine EU-Richtlinie zum Datenschutz, Aktenzeichen 95/46/EG, Verbindungen zu Denkfabriken und Netzwerken. Der am 25.01.2012 ins Europaparlament eingebrachte Entwurf wurde vorgestellt von EU-Internetkommissarin Nelly Kroes und dem ehemaligen deutschen Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg. Das veranlasste uns, damals im Artikel The EU Privacy Alliance and its Militarist Backgrounds zu beleuchten, dass Frau Kroes 2011 auf der Bilderberg-Konferenz war und dass Herr zu Guttenberg ganz offiziell einer der Lobbyisten der militaristischen Denkfabrik European Council on Foreign Relations, ECFR, ist und dass zum wiederholten Male zu beobachten war, dass Personen aus dem ECFR bzw. aus dessen Umfeld sich für Beschränkungen des Internets eingesetzt haben, zeitlich in etwa parallel mit friedensgefährdenden anti-iranischen Vorstößen von Personen aus dem Council on Foreign Relations, CFR. Daher haben wir damals vor allem die dem Weltfrieden gefährdenden Aspekte der Internetzensur beleuchtet. Beim zweiten Anlauf des Verordnungsentwurfs ins Europaparlament sind die Denkfabriken allem Anschein nach erstmal in den Hintergrund getreten. Wie stark die militaristische Prägung der Zensurbestrebungen zurückgegangen sein mag, ist schwer einzuschätzen. Selbst wenn die friedensgefährdenden Bestrebungen erst einmal entfallen sein sollten, bleibt der Verordnungsentwurf ein perfektes Mind-Control-Instrument zu Lasten aller Völker Europas. Was Denkfabriken sind und woher ihre Macht kommt. Denkfabriken produzieren Gedanken. Sie organisieren Berichterstattung für Gedanken, die sie produziert haben und für Personen, die bereit sind, ihre Gedanken umzusetzen.
Der Medienkonsument weiß oft nicht, welche Gedanken scheinbar unabhängiger Politiker, Wissenschaftler oder Medien tatsächlich in solchen Denkfabriken vorbereitet worden sind. Denkfabriken folgen den Prinzipien, Denken ist kreativ und unser Verstand beweist sich selbst, was er denkt. Menschen, die sich ihrer Gedanken und Emotionen nicht bewusst sind und diese nicht reflektieren, sind manipulierbar, auch durch Denkfabriken. Wenn man nicht bewusst genug ist, übernimmt man leicht surreale, wahnhafte oder täuscherische Bilder von der Welt, anstatt diese Bilder mit der Realität zu vergleichen. Ein anderes Konzept ist, bestimmte Meinungen über Massenmedien zu streuen und dann zu schauen, welche prominenten oder einflussreichen Leute diese Meinung aufgreifen, um dann auf diese zuzugehen. Die politische Macht von Denkfabriken kommt aus drei Quellen. Eine ist Geld und verdient eine genauere Betrachtung. Die zweite sind bisweilen naive Prominente, die ihren Namen für Denkfabriken hergeben und diesen damit eine Aura der Reputation geben. Was entscheidend ist für die Manipulation unbewusster Medienkonsumenten und Politiker. Die dritte ist die Möglichkeit, Politiker zu belohnen mit Medienaufmerksamkeit über bei ihnen eingebettete Medien und Journalisten. Wenn Politiker tun, was Denkfabriken wollen, erhöhen sie ihre Chancen auf Medienaufmerksamkeit und gewinnen einige Wahlen. Manche lassen sich auch schon damit abspeisen, sich einmal in den Schatten einer renommierten Denkfabrik stellen zu dürfen. Ziemlich trickreich, denn auf diese Weise findet man kein Geld von Denkfabriken auf den Konten der Politiker. Und es ist meist schwer nachzuvollziehen, welche zusätzliche Medienaufmerksamkeit konkret eine Belohnung für die Linientreue eines Politikers darstellen könnte. Ein Rätsel ist uns immer noch, ob und wie Medien, insoweit sie sich für Denkfabriken einspannen lassen, für das damit verbundene Risiko irgendeine Form von Gegenleistung bekommen. Vielleicht läuft es auch einfach über Leute, die in Denkfabriken und Medien gleichzeitig das Sagen haben. Wie Mind Control die menschliche Psyche verarmt. Es gibt so viele Gelegenheiten, wo Menschen öffentlich über andere Menschen sprechen. Wobei die Verbreitung von Informationen auch über den eigenen privaten Einzugsbereich hinaus in Kauf genommen wird. Und sei es, dass man so rücksichtsvoll ist, hintenherum nur positiv über andere zu reden und zu tratschen. Wer von uns würde es lange aushalten, in jeglichem Rahmen, wo Informationen über das eigene Umfeld hinaus in Umlauf geraten können, nur noch über sich selbst und nicht und über Organisationen, nicht aber mehr über konkrete andere Einzelpersonen zu sprechen? Auf die Weise könnte jeder in der Europäischen Union jederzeit ins Visier der drakonischen Bußgelder geraten. Gleichzeitig wäre es den letztendlich der Kommission unterstellten nationalen Überwachungsbehörden zu keinem Zeitpunkt jemals möglich, alle zu sanktionieren. Es würde damit darauf hinauslaufen, vorwiegend die zu sanktionieren, deren Informationsverbreitung der EU-Kommission besonders unbequem wäre. Die vermutliche Folge wäre eine weitestgehend entpolitisierte, geistig entleert, smalltalkende Gesellschaft mit lauter aus Angst selbst geschaffenen Denkblockaden. Das mag manche an die Stasi erinnern, ist aber noch viel durchdringender und effizienter. Man würde, wie bei einer Orwell-artigen Diktatur, nach größtmöglicher Angepasstheit und Unauffälligkeit streben und versuchen, sich selbst einzureden, man sei zufrieden. Es ähnelt aber auch dem okkulten Konzept der schwarzmagischen Bannkreise, was bedeutet, das Denken von Menschen, bestimmte Grenzen nicht mehr überschreiten zu lassen, um sie besser beherrschen zu können. Bestimmte Möglichkeiten des Denkens oder gar Handelns ihrer Vorstellungswelt zu entziehen. Wenn man weitgehend das Sprechen über andere Personen mit Sanktionen bedroht, dann hat das mittelfristig auch entsprechende Auswirkungen auf das Denken. Ein Unterschied zum Konzept der Bannkreise ist vielleicht, dass man sich dort die Wirkungsweise magisch vorstellt, während es hier über die nach und nach ins Unbewusste verschoben werdende Angst vor sehr konkreten, vor allem ökonomisch existenzvernichtenden Sanktionen bewerkstelligt würde.